is a professor of security engineering at Cambridge University. He is the author of the book Security. So, herzlich willkommen zur deutschen Übersetzung des Vortrages Die Nachhaltigkeit von Sicherheit und IT-Sicherheit und Datenschutz und Privatsphäre von Ross Anderson. Er hat API-Angriffe gemacht. Der Ross Anderson ist Professor für Sicherheit in Cambridge und er hat eigentlich praktisch schon alles gemacht, wo es um Sicherheit, funktionale Sicherheit und IT-Sicherheit geht. Und bitte ein herzliches Willkommen für Ross Anderson. Die Nachhaltigkeit von funktionale Sicherheit, physischer Sicherheit, Informationssicherheit und Privatsphäre von Ross Anderson. Ja, es ist gut, hier zu sein. Und ich werde eine Geschichte erzählen, die vor einigen Jahren angefangen hat. Und es geht um die Regulierung von Sicherheit. Nur um was. Im Februar in diesem Jahr, erinnert ihr euch vielleicht, da gab es diese Armbanduhr, Inox SafeKit 1, und die wurde zurückgerufen. Und warum? Naja, es gab unverschlüsselte Kommunikation mit dem Backend-Server und das erlaubte unautorisierten Zugriff. Und Hacker konnten die Kinder verfolgen und anrufen, konnten die Device-ID ändern. Und das wurde sofort zurückgerufen von der Europäischen Union. Und nach der Funk-Equipment-Direktive und Internet of Things, man hat natürlich keine Ahnung, ob man im Internet of Things unsichere Geräte gemacht hat. Der Hersteller hatte keine Ahnung, dass das ein Problem war. Und 2015 hat das die Forschung der Europäischen Union haben mich und Leverett und Clayton gefragt, was wir über die Sicherheit von Internet of Things dachten. Und alles wird reguliert, Spielzeuge, Züge, Signale, Flugzeuge, alles. Und wenn jetzt überall Software drin ist, dann bedeutet das, alle diese Sachen brauchen plötzlich Software-Safety-Experten und Security-Experten. Und 2016 gab es einen Bericht, den die Kommission, der dann erst 2017 rausgekommen ist. Und wenn man jetzt überall Software drin hat, dann werden Software, Safety, funktionale Sicherheit, physische Sicherheit und IT-Security dasselbe. Und in den meisten Sprachen in der EU sind die Wörter auch sowieso dasselbe, wie Sicherheit im Deutschen und im Französischen. Und nur im Englischen gibt es verschiedene Wörter dafür. Und da die Großbritannien jetzt aus der EU austritt und jetzt gibt es nur noch Sprachen, wo Security und Safety dasselbe Wort haben. Ja. Aber also wie aktualisieren wir die Sicherheitsregulierung, um mit diesem Problem umzugehen? Darum ging es Russell einfach. Und was wir uns angeguckt haben in den letzten 15 bis 20 Jahren, waren die Ökonomie von Informationssicherheit. Und es geht, komplexe Systeme gehen einfach kaputt, weil einfach die Incentives, die Motivation falsch sind. Wenn jemand anders das kaputt macht, als dafür bezahlen muss, dann ist das ein Problem. Und es ist schon bekannt, dass in manchen Bereichen wie Luftfahrt ist Sicherheit wirklich gut und in der Medizin ist es wesentlich schlechter. Und Autos waren einfach ganz schrecklich. Für die ersten 80 Jahre der Autoindustrie war es einfach fürchterlich und dann gab es nicht mal Sicherheitsgurte. Und nur nachdem Ralph Nader sein Buch geschrieben hat, Unsafe at Any Speed, unsicher bei jeder Geschwindigkeit, und erst dann gab es die National Highway and Transport Safety Administration in den USA, nachdem Nader das wirklich in die Öffentlichkeit gebracht hatte. Und erst dann ging es um Sicherheit bei Autos. Und in der EU gibt es ganz viele Frameworks und Rahmenrichtlinien und es gibt 20 Agenturen in der EU. Und wie kommt man da drin zurecht? Wie findet man sich zurecht? Also was die EU uns gefragt hat, war, wir sollten ganz bestimmte Sachen untersuchen, sodass unsere Ergebnisse dann in andere Richtlinien eingebracht werden konnte. Autos sind natürlich eins dieser Probleme. Manche können sich wahrscheinlich daran erinnern. Es gab das Carshark
Paper, wo Leute aus San Diego und der University of Washington haben herausgefunden, wie man ein Auto hacken konnte, um es fernzusteuern. Und ich hatte auch ein Video davon, aber mein Mac hat jetzt das neueste System drauf und Catalina, und das Video kann ich nicht mehr abspielen. Ja, verschlimmbessern, sagt man auf Deutsch. Ja. Also kann ich das Video jetzt nicht zeigen. Ja. Irgendwann wird es funktionieren, aber das wurde mehr oder weniger ignoriert. Nur ein kleines Video, das hat niemand interessiert. Aber 2015 hat die Industrie plötzlich hat das plötzlich bemerkt, und Charlie Miller und Walasek haben einen Jeep Cherokee gehackt mit dem U-Connect von Chrysler, und das bedeutet, man konnte einfach alle Chrysler-Autos angreifen in den USA und konnte die abfragen und fragen, wo bist du? Und wenn ein Auto irgendwo an einer interessanten Stelle war, konnte man das hacken und einfach was damit machen. Und jetzt braucht man einfach nur noch die IP-Adresse des Autos. Und das heißt, sie haben jetzt einen Journalisten und haben ihn langsamer gemacht, und die LKW dahinter haben alle gehupt, und er hat einfach die Straße blockiert, und dann gab es ein Video davon, und plötzlich hat es die Leute interessiert. Und es war in den Schlagzeilen, und Chrysler musste 1,4 Millionen Autos zurückrufen für ein Software-Update. Und das heißt, sie mussten einfach die Firmware neu flashen in den Geräten, und es hat Milliarden Dollar gekostet. Und plötzlich ist es wirklich etwas, worauf das Leute achten. Und einige kennen diesen Herrn vielleicht, vielleicht vom Sehen wenigstens. Das ist Martin Winterkorn, der Chef von Volkswagen. Und er hat Millionen Volkswagen gehackt, indem er bösartige Software reingebaut hat, die Emissionskontrolle aushebeln, und das sieht man, was mit dem Aktienkurs passiert. Und er wurde angeklagt und entlassen, und hier geht es natürlich drum. Und viele Sachen im Internet of Things, Internet of Targets, das Internet der Ziele statt Internet der Dinge. Und es ist nicht nur ein externes, sondern auch ein internes Problem. Es gibt überall, gibt es böse Leute, und auch bei den Zulieferern und bei den Herstellern. Und so sieht es bei Autos aus, und wir haben das untersucht und haben etwas dazu geschrieben. Und jetzt gibt es, hier ist Medizin, das ist das Zweite, was wir untersucht haben. Und diese tollen Bilder von Intensivstationen in Swansea, im Krankenhaus in Swansea. Also wenn dein Car gehackt wurde und du einen Unfall baust, dann kommst du hier hin. Und ja, so wie ein Auto ungefähr 50 Computer hat, jetzt siehst du, kann man sehen, dass hier auch an den Krankenbetten Computer sind. Und wie viele CPUs kann man hier sehen auf diesen Bildern? So. Und es sind ziemlich viele. Okay. Ungefähr so ähnlich viele wie im Auto. Nur hier ist die Integration, wird einfach von den Krankenschwestern gemacht und nicht von Ingenieuren bei Volkswagen oder Mercedes. Und das macht das Sicherheitsprobleme auf jeden Fall, unbedingt. Hier sind Bilder von den Benutzerinterfaces, von Infusionspumpen der Intensivstation in Swansea im Krankenhaus. Und wie man sehen kann, sind die alle verschieden. Und das ist etwa so, als wenn man ein Auto fahren müsste in 1950 und 1940, und dann merkt man, dass das Gaspedal zwischen Kupplung und Bremspedal ist. Ja, wirklich, ja, solche Autos gab es. Man gibt es den immer noch auf alten Automessen, im Modell T von Ford, da war das Gaspedal ein Hebel, und eins der Pedale ist zum Gangwechseln. Und wenn man von den Krankenschwestern verlangt, diese alle zu bedienen, wenn man sich zum Beispiel das Bodyguard 545 anguckt, wenn man die Dosis erhöhen will, das ist zum Beispiel Morphium, was in deine Venen läuft nach einem Autounfall, also man muss 2 drücken, um das zu erhöhen, und 0, um es zu erniedrigen. Und auf dem Bodyguard 545 rechts unten muss man zum Erhöhen 5 drücken, und um es niedriger zu machen, muss man 0 drücken. Und das führt zu tödlichen Unfällen, eine relativ hohe Anzahl. Also vielleicht
Man könnte vielleicht sagen, warum gibt es keine Standards dafür? Ja, natürlich gibt es Standards. Es gibt Standards, die sagen, Liter muss immer mit einem großen L abgekürzt werden, dass man es nicht mit der 1 verwechselt. Und rechts unten ist kleines grünes M und großes L und das ist gut, Herr Bodyguard, ist richtig. Aber wenn man oben hinguckt, 500 ml auf demselben Gerät ist mit einem kleinen L und da ist ein Problem mit der Durchsetzung von den Standards. Und es ist auch wieder so, jeder der Hersteller wird sagen, okay, ich mache das richtig und alle anderen sollten das genauso machen wie ich. Ja, und es gibt auch andere Probleme hier. Aber die Experten, die das untersucht haben, mein Freund Harold Thimbleby, er ist ein Professor für Computersicherheit in Swansea und er hat gezeigt, dass 2000 Leute in Krankenhäusern sterben durch solche User-Interface-Probleme. Und das ist ungefähr so viel, wie auf den Straßen sterben. Und Safety-Benutzbarkeit wird ignoriert, weil die Motivation falsch ist. Und in Großbritannien und in Europa überhaupt folgen sie den Empfehlungen der FDA in den USA und die großen Hersteller da. Sie haben nur zwei Ingenieure und ganz viele Pumpen. Das Komische hier ist, dass wenn Safety und Security zusammenkommen, wird tatsächlich eventuell die Sicherheit von medizinischen Geräten besser, denn sobald man medizinische Geräte hacken kann, dann interessiert es die Leute. Also das Erste ist vielleicht, als in Michigan ein Forscher gezeigt hat, dass man die Infusionspumpe übers Wi-Fi hacken konnte. Und dann ist die FDK in Panik ausgebrochen und hat sofort die Pumpe zurückgerufen. Und dann hat er aber andere gezeigt, dass diese Pumpe unsicher ist. Und dann noch andere Pumpen. Und die FDK konnte ja nicht alle davon zurückrufen. Und vor 2 Jahren gab es einen noch größeren Rückruf. 450.000 Schrittmacher von St. Jude wurden zurückgerufen, die auch über Wi-Fi gehackt werden. Denn wenn man einen Schrittmacher hat, dann wird der wirklich implantiert mit einer Operation. Und wenn man das ersetzen muss, was man alle 10 Jahre vielleicht machen muss, und dann ist mit lokaler Betäubung und man muss aber auch einen Kardiologen dabei haben, falls man dann einen Herzanfall kriegt. Und es ist relativ teuer und es kostet vielleicht 3.000 Pfund in Großbritannien. Und so 3.000 Pfund mal 450.000, das ist ziemlich viel. Und nochmal 2, weil es in den USA noch teurer ist, dann reden wir über richtig viel Geld. Also was sollte Europa tun? Zum Glück haben die europäischen Institutionen sind endlich von ihrem Hintern hochgekommen und haben die Medizingeräte-Richtlinie revidiert und jetzt gibt es Post-Market-Überwachung und ergonomisches Design muss gemacht werden und für Software-Engineering, für Geräte, die Software enthalten, muss die Software entwickelt werden nach State-of-the-Art unter Berücksichtigung von Lifecycle-Management und Risikomanagement, Informationssicherheit, Verifikation und Validierung. Also da ist erstmal schon mal ein bisschen was. Also, die Geräte sollen hergestellt werden auf eine Art und Weise, dass sie so gut wie möglich geschützt werden gegen unautorisierten Zugriff und dass sie daran hindern könnte, richtig zu funktionieren. Das ist schon eine große Verbesserung. Das Dritte, was wir uns angesehen haben, war Energie, also zum Beispiel Transformatorhäuschen und elektrisches Equipment generell. Das Problem ist, dass man den Lebenszyklus, zum Beispiel alte Protokolle wie DNP3, die sind an IP-Netzwerke angeschlossen und dann kann jeder, der die IP-Adresse kennt, kann darauf zugreifen. Die einzig praktische Lösung ist die Reperimetisierung und 10 bis 15 Jahre Firmen wie BP haben zum Beispiel die dann Firmen wieder, also chemische Firmenanlagen wieder von dem Internet drängen. Also ein Beispiel ist zum Beispiel, man hat eine Komponente, die einen vom Internet drängt,
Und die tauschen wir alle 5 Jahre. Das machen wir zum Beispiel für Raffinerien. Also, aber wir machen das für Autos. Also ein Auto hat deutlich mehr Schnittstellen. Also ein normales Auto hat 10 Schnittstellen. Es gibt das Telefon, es gibt das Radio, es gibt das Ganze für den Schlüssel, es gibt Verbindungen, zum Beispiel zu den Reifen, die den Reifendruck messen, und alle können mit Sicherheit mindestens einmal angegriffen werden. Und es gibt da verschiedene Schwierigkeiten in der Autoindustrie, weil das Ganze sehr defragmentiert ist und die Verantwortlichkeit dort schwer abzubilden ist. Und das Ganze muss man dann zusammenbasteln. Aber die wirklichen Fragen, die daherkommen, sind so Sachen wie: Wer untersucht Vorfälle und wohin melden wir sie? Wie bauen wir Responsible Disclosure ein? Wie kriegen wir unsere Sicherheits- und Security Engineers zusammen? Die verwenden unterschiedliche Sprachen, die haben unterschiedliche Abschlüsse von Universitäten, die gehen zu unterschiedlichen Veranstaltungen. Und das Ganze ist sehr fragmentiert. Also wir haben irgendwie die Signalleute, die Elektroleute und so weiter. Es gibt da ein paar Firmen, die kriegen das so ein bisschen hin. Zum Beispiel Bosch baut da jetzt gerade eine Abteilung auf. Aber wie bringt man jetzt einem Security-Ingenieur bei, wie man wie ein Safety-Ingenieur denkt? Das Problem, was die Europäische Union hatte, ist, dass alle Organisationen Security-Ingenieure brauchen. Ganz viele Organisationen haben so einen noch nicht mal. Ein großer Teil sind es einfach Anwälte und BWLer. Wie verhände ich jetzt aber auch noch Logins? Also zum Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel einen John Deere Traktor habe und ich zu einem anderen Händler gehen möchte, hört der Traktor auf zu funktionieren. Und wie können wir das verhindern? Weil einfach hacken kann ich nicht, dann tut er nicht mehr. Also wir kamen da mit ein paar Empfehlungen raus. Wir haben wir hätten erwartet, dass wir dass die Hersteller sich selber zertifizieren können. Das hat sich aber herausgestellt, dass es nicht so ganz wirklich funktioniert. Wir haben dann noch einen anderen Vorschlag vorgestellt, Secure by Default, aber das ist auch nicht durchs Europaparlament durchgegangen, aus Gründen, die ich gleich besprechen werde. Wir haben darüber geredet, dass man vielleicht auch einen Vulnerability Lifecycle einführt. Und wir haben vorgeschlagen, dass man da eine europäische Agentur für gründet. Und die Reaktion von 1,5 Jahren war, dass diese Agentur ein Büro in Brüssel aufmachen durfte. Und jetzt hoffen wir, dass wir dort Leute haben, die Empfehlungen an Politiker geben können. Aber die Firmen kämpfen da sehr dagegen, dass man dafür haftbar gemacht werden kann. Also das war auch einer unserer Vorschläge. Zum Beispiel, dass Google haftbar ist für Fehler, die Google Maps macht. Und dann gibt es natürlich noch die Frage, wie gehe ich mit Daten um, die europäische Agenturen jetzt schon haben, und wie melden wir die an die Verbraucher und die Politiker? Und das ist mit einer der großen Aufgaben, die man machen muss. Also wenn wir an den Punkt kommen, dass alle Autos semi-intelligent sind, und wir überall Sensoren haben, immer wenn dann ein Autounfall ist, wohin gehen dann die Daten? Also die müssen zur Polizei, zur Versicherung, zum Gericht und bis zum Autohersteller und auch zu den Lieferanten der Hersteller. Und wie entscheiden wir, dass die richtigen Daten an die richtige Stelle kommen, so dass wir dabei Datenschutz beachten für die Verbraucher? Das ist ein Riesenprojekt. Es gab da, glaube ich, noch niemanden, der sich wirklich überlegt hat, wie man das machen kann. Also zum Beispiel, was passiert, wenn ich einen Tesla gegen die Wand fahre? Dann muss man praktisch Tesla verklagen, sonst geben die Daten nicht raus. Also wir brauchen da eine bessere Lösung.
Und wir müssen das entscheiden, wie wir so ein System aufbauen wollen. Und es wird mehrere Jahre brauchen, das zu machen. Also wenn man da ein sicheres System haben will und eine sichere Umgebung, müssen wir da wirklich aktiv werden. Es gibt da aber eine Sache, die uns danach aufgefallen ist. Nachdem wir das abgegeben haben bei der Europäischen Kommission und wir in Brüssel waren und das präsentiert haben, waren wir dann noch auf einem einwöchigen Seminar zu dem Thema und wir haben darüber geredet abends. Naja, aber was haben wir da tatsächlich bei gelernt? Also von der ganzen Übung, von der Standardisierung und der Zertifizierung. Naja, es ist praktisch das. Es gibt praktisch zwei Sachen, wo wir wissen, wie wir sie sicher bauen. Also das eine ist das Handy und das andere ist das Laptop. Aus dem Grund, da wir es einfach monatlich einfach Updates einspielen, aber dann müssen wir es immer nach 3 Jahren wegschmeißen. Und das ist auch nur sicher, weil Sergey und Oleg nicht das Geld haben, alle 3 Versionen von Android anzugreifen. Und dann haben wir so Sachen wie Autos und Medizingeräte, die wir zu Tode testen, bevor wir sie überhaupt rausgeben, und wir connecten sie nie zum Internet. Aber wir updaten sie dafür auch niemals. Also, was passiert dann aber mit den Kosten, wenn wir jetzt anfangen, Autos zu updaten? Wir müssen die aber auf jeden Fall updaten, weil die sind jetzt auch online. Und jeder in der Welt kann sie angreifen. Sobald es eine Schwachstelle gibt, kann man die skalieren. Und das haben wir früher ignoriert. Und das ist jetzt wirklich was, wo wir dagegen vorgehen müssen. Und jetzt muss man sie in die Garage tun und das kostet wirklich Geld. Also müssen wir sie über Air updaten. Und das heißt, das werden jetzt wie Computer auf Rädern. Das ist ein Trilemma, was wir haben. Wenn man einen Standard-Safety-Lifecycle hat, dann gibt es keine Patches, es gibt Safety und Sustainability, aber man kann nicht online sein, weil man gehackt wird. Und wenn man den Standard-Security-Lifecycle hat, dann wird ständig gepatcht und das verletzt dann die Safety-Zertifizierung und das ist auch ein Problem. Und wenn man Patches macht und immer die Safety-Zertifikation neu macht nach modernen Methoden, dann wird es einfach unglaublich teuer, wenn man die Safety behalten will. Also wie kriegt man Safety, Security und Sustainability unter einen Hut? So, jetzt kommen wir zu einer Sache, die viele Leute hier interessiert, das Recht, etwas zu reparieren. Das ist das Jahrhundertlicht und es leuchtet seit 1901. Ja? In Livermore in Kalifornien. Ist ziemlich dunkel, aber man kann was dabei sehen. 1924, die 4 Firmen, die den Lichtbusiness dominiert haben, GE, Osram und Philips, haben sich entschieden, die Lebenszeit von Glühbirnen von 2500 auf 1000 Stunden zu reduzieren. Und das, was jetzt aufkommt mit CPUs und Kommunikation und mit smarten Sachen, um dieses schreckliche Wort zu verwenden, Firmen benutzen jetzt Online-Mechanismen, Software und kryptografische Mechanismen, um es schwer oder illegal zu machen, Sachen zu reparieren. Und ich glaube, es gibt gerade ein Gerichtsverfahren gegen Apple in Frankreich, wo es genau darum geht. Und vielleicht glaubt ihr nicht, dass es etwas, worüber sich Politiker aufregen, dass man sein Telefon nach 3 Jahren wegwerfen muss, statt nach 5. Aber hier ist etwas, über das ihr euch wirklich Gedanken machen musstet, über die Ökonomie von der Lebensdauer von Autos. Denn in den letzten 40 Jahren hat die sich fast verdoppelt und das normale mittlere Alter eines Autos, wenn es verschrottet wird, ist fast 14 Jahre, fast 15 Jahre. Und was passiert? Naja, also ganz tolle selbstfahrende Software in unseren Autos. Naja, viele große Autofirmen, auch in diesem Land, stehen auf dem Standpunkt, dass Leute ihre Autos nach 6 Jahren wegwerfen und ein neues kaufen. Naja, aus Business-Gesichtspunkten macht das Sinn, wenn der
wenn das der reich ist, und dann verkaufe ich ihm ein was für 3 Jahre. Und wenn er nicht so reich ist, verkaufe ich ihm für 3 Jahre ein gebrauchtes Auto. Und wenn man was anderes denkt, dann ist das Thought Crime, also Gedankenverbrechen. Aber der Gesamt-CO2-Ausstoß von einem Auto ist mehr als das, was er durch das Verbrennen des Treibstoffs macht. Und es hängt immer davon ab, wie viel das in 14 Jahren fahren kann oder halt in weniger Jahren. Und wenn man jetzt nur eine 6 Jahre Lebenszeit hat, dann hat man weniger Kilometer, nicht mehr 300.000, sondern vielleicht nur noch 100.000. Und also hat man den gesamten CO2-Ausstoß etwa verdoppelt für den gesamten Lifecycle und nicht nur Scope 1, sondern auch Scope 2 und Scope 3. Und es gibt noch andere Konsequenzen. Was ist mit Afrika, wo die meisten Autos Secondhand gekauft werden? In Nairobi, alle Autos, die da rumfahren, sind mindestens 10 oder 20 Jahre alt. Die kommen an, wenn sie schon 10 Jahre alt sind, und dann fahren sie 10 Jahre und verkaufen sie weiter nach Uganda oder Tschad oder so, und dann werden sie so lange repariert, wie das noch geht. Und was passiert mit dem Straßentransport in Afrika, wenn plötzlich es eine Software-Zeitbombe gibt, die plötzlich sich selbst zerstören, 10 Jahre nachdem sie ausgeliefert wurden? Und wenn es das nicht mal gibt, was ist mit der Sicherheit? Ich weiß nicht, was hier die Regeln sind, aber in Großbritannien gibt es eine Sicherheitsuntersuchung jedes Jahr, sobald es älter ist als 3 Jahre. Und das ist vorhersehbar, dass in 2 oder 3 Jahren die Mechaniker wollen einfach auch checken, ob die Software up-to-date ist. Also wenn das Software-Update, wenn es das nicht mehr gibt, dann muss man im Prinzip sagen, dieses Auto muss jetzt exportiert werden oder verschrottet. Und ich konnte der Versuchung nicht widerstehen, einen Cartoon hier, einen Comic reinzutun. Ja, mein Auto macht ein komisches Geräusch. Kannst du gucken? Ja, mach mal die Haube auf. Oh, die Verriegelung der Haube ist kaputt. Okay, dann fahr einfach zu dem Riesenloch und fahr's da rein. Wir besorgen Neues. Ja, das ist so, wie man Konsumerelektronik verwendet. Und wenn wir das mit Autos auch so machen, dann wird das passieren. Also, was ist ja ein vernünftiges Design, ein Designhorizont? Also bei Autos ist vielleicht 18 Jahre oder 10 Jahre seit dem Verkauf des letzten Produkts. Bei Haushaltsgeräten 10 Jahre plus bei medizinischen Geräten, wenn ein Herzschrittmacher 10 Jahre hält, dann vielleicht 20 Jahre. Bei Transformatorenhäuschen vielleicht 40 Jahre. Also aus der Sicht der Ingenieure ist die Frage, wie kann man sicherstellen, dass die Software für 20 Jahre patchbar ist? Also wie es auch in der Kurzfassung des Talks steht, wenn ich jetzt Software schreibe für ein Auto, was in 2023 verkauft wird, welche Krypto soll ich benutzen und andere Sache, damit ich immer noch in der Lage bin, das im Jahr 2043 zu patchen. Dabei geht es nicht nur um die Sprachen und Compiler, da geht es um das komplette Ökosystem dabei. So, was hat die EU gemacht? Ich finde es gut, dass ich sagen kann, dass es letztendlich geklappt hat, dass wir ein Gesetz verabschiedet bekommen, die Richtlinie 771 diesen Jahres, die sagt aus, dass die Käufer von Elektronik ein Recht darauf haben, Updates für 2 Jahre zu bekommen oder länger, falls das eine vernünftige Annahme des Kunden ist. Das heißt also, für Autos und Öfen und Kühlschränke, Klimaanlagen, heißt das wenigstens 10 Jahre. Und der Händler selber muss das für die ersten Jahre nachweisen, dass Sachen Fabrikationsfehler sind. So, um die Nachfrage zu Langzeit-Patches zu schaffen, ist es genug. Und jetzt sind wir dran. Wenn die haltbaren Sachen, die wir jetzt bauen, 2039 noch funktionieren sollen, dann müssen sich viele Sachen ändern. Die Informatik war immer damit beschäftigt, sich mit Komplexität zu beschaffen. Ihre Geschichte geht über die High-Level-Sprachen, Objekte,
Git und Jenkins, Coverity und so weiter. Und die Frage für die Informatiker hier, was brauchen wir noch, damit, wenn Software überall drin ist, was brauchen wir, damit Computing nachhaltig wird? Also, die Forschungsteams, die 20 Jahre langes Patching ermöglichen, da wissen wir, wie komplex das sein kann, wenn wir uns Krypto ansehen, die letzten 20 Jahre von TLS. Autos zeigen uns, wie schwer es ist, die Testumgebung aufrechtzuerhalten. Kontrollsysteme bringen uns bei, dass wir vielleicht kleine Änderungen an der Architektur machen. Aber was sind die Grenzen, wann wir patchen können? Und Android bringt uns bei, wie können wir Hersteller motivieren, die Produkte, die sie nicht mehr verkaufen, noch zu patchen? Was heißt es für die, die forschen und lehren an den Universitäten? Seit 2017 oder 2016 habe ich Safety und Security gelehrt im Bachelorbereich. Und wenn wir das gleichzeitig evolvieren, dann bringen wir Leuten bei, wie sie es gleichzeitig upgraden, um die Toolchain nachhaltiger zu machen. Zum Beispiel, wenn man Krypto-Software implementieren, der Compiler wird immer schlauer und die Padding Instructions und wenn man da keine wirkliche Arbeit dran macht, kann es von heute auf morgen die Verschlüsselung ein großes Problem sein und dann muss man sich wirklich schnell aufwachen, irgendjemanden aufwecken, der das Problem dann in der ganzen Kette behebt. Und wie gehen wir damit um, Programmierern das beizubringen? Also hier ist zum Beispiel ein Paper, was ich, Laura Simon und David Kushner rausgebracht haben, wo wir über konstante Zeitloops geschrieben haben. Also das war ein einfaches Problem und das hat zu einem anderen Paper geführt. Und da gibt es ein Plugin, mit dem ihr dann rumspielen könnt. Die Frage ist, wie wir das auf einer Makroscale sicher halten. Das wird ein bisschen mehr brauchen oder viel mehr. Auch entgegen der Probleme aus der Luftfahrtbranche hat die Luftfahrtbranche eine viel bessere Feedback-Kultur als alle anderen, in allen anderen Technologiefeldern, wie zum Beispiel Autos. Was können wir als Richtlinien nehmen? Also wir können die Ökonomie von Security nehmen. Wir können davon ausgehen, dass Systeme oft kaputt gehen. Und wir wissen auch, dass komplexe Systeme oft mal schief gehen, weil die Motivation falsch ist. Wir werden so Probleme haben, dass man irgendwie eine Plattform sich halten muss. Und dieselben Grundlagen gelten auch natürlich auch für Sicherheit. Und es wird immer noch wichtiger, wenn Security und Safety miteinander verbunden werden. Und wir müssen dann noch mehr Lehren aus den Daten ziehen. Und wohin bringt uns das? Also unser Paper Sicherheit nachhaltig machen, was wir für die Standardisierung für IoT gemacht haben und alles andere und andere relevante Paper findet man auf der Webseite. Aber das ist der erste Platz, wo man hingehen kann, wenn einen das Ganze interessiert. Wir haben natürlich auch einen Blog. Und wenn man sich generell an dieser Schnittstelle interessiert, wie man die Leute motiviert und wie die dann fehlschlagen, wenn es zu komplexen Systemen kommt, dann gibt es hier den Workshop über die Ökonomie von Informationssicherheit in Brüssel, wo die Leute zusammenkommen und vielleicht sehen wir ein paar Leute von euch da im Juni dann. Und damit gibt es dann natürlich noch ein Buch über Security Engineering, was die ganzen Sachen zusammenfasst. Und dann gibt es noch eine dritte Version, die es zusammenfasst. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war die deutsche Übersetzung von The Sustainability of Safety, Security and Privacy,
vom 36 Chaos Communication Congress. Eure Übersetzer waren ScriptKiddy, Pink Dispatcher und Blue Robot. Wir freuen uns über Feedback an #C3T auf Twitter oder per Mail an hello@c3lingo.org. Vielen Dank und wir kommen gleich zu den Fragen. So, auf dem Stream kann man das jetzt... Ah, es gibt jetzt eine Abstimmung über das Buchcover und das ist der erste Vorschlag und das ist der zweite Vorschlag. Und wer würde, mag das erste lieber? Und wer mag das zweite lieber? Das hört man sehr deutlich. Ich glaube, das zweite ist deutlich beliebter hier im Publikum. Ja, vielen Dank. Und wir freuen uns darauf, dass wir dann nächstes Jahr dieses Cover sehen können. Wenn jetzt noch Fragen sind, könnt ihr euch an den Mikrofonen anstellen. Und es gibt 8 Mikrofone hier im Saal, 3 in der Mitte, 2 jeweils an den Seiten. Und der Signalengel hat jetzt eine Frage aus dem Internet. Die erste Frage ist, gibt es einen Grund, dass Luftfahrt nicht mit Teil der Forschung war? Also wir haben 3 Felder ausgesucht und ich habe auch mal in der Luftfahrt Arbeit gemacht, aber da war ich dann nicht mehr up to date, deswegen habe ich andere genommen. Okay, Mikrofon 2. Hallo, danke für den Vortrag. Ich habe mich gefragt, am meisten, wo glaubst du, ist die Balance in dem Kampf zwischen Privatsphäre und der Motivation des Herstellers zu beweisen, dass es nicht ihr Fehler war und der Möglichkeit zu reparieren? Das ist eine extrem komplexe Frage, über die wir die nächsten 20 Jahre kämpfen werden. Das Einzige, was ich empfehlen kann, ist, dass wir uns die Probleme genau anschauen und wir uns überlegen, wie wir da vollständige Vorschläge an Politiker weitergeben können. Und das Einzige, was wir da nutzen können, ist die Ökonomie der Security. Und das Einzige, wie wir diese Kämpfe überhaupt kämpfen können, ist, wenn wir informiert sind und ja. Ja, Mikrofon 4 bitte. Vielleicht das Mikrofon einschalten? Oh, sorry. Ja, okay. Sorry. Vielen Dank für den Vortrag. Ich bin ein Software-Engineer und ich kann natürlich viel mehr Schaden anrichten als ein einzelner Arzt oder Krankenschwester. Und wie kommt es, dass es trotzdem noch keine Konversation gibt darüber, wieso Software-Engineers nicht verantwortlich sind dafür, was sie machen? Das ist wieder eine sehr komplexe Frage. Es gibt da ein paar Länder, wo das ein spezieller Zustand ist, aber es ist vor allem kulturell wie alles andere. Und die Branche ist immer sehr schnell gewachsen und zum Beispiel in meiner Lebenszeit wurden sehr viele Wissenschaftler da reingezogen. Wenn wir weniger Leute hätten, dann gäbe es auch weniger, worüber hin würden. Also dann wäre ich zum Beispiel nicht hier. Ja, vielen Dank für den Vortrag. Meine Frage ist auch über Luftfahrt, denn so wie ich das verstehe, sind viele der alten Flugzeuge werden auch in die sogenannten Entwicklungsländer verkauft und die modernen Flugzeuge und wie ist das mit den Patches und den Updates von den alten und wie machen wir das auch für die sogenannte dritte Welt mit den Updates? Und ich bin ein Journalist aus Pakistan und ich mache mir große Sorgen darüber, weil wir so viele Geräte bekommen, die einfach bei uns abgelegt werden, wenn sie nicht mehr gebraucht werden. Und ja, wir können nicht mal eine Lizenz für das Betriebssystem uns leisten. Vielleicht kannst du was dazu sagen. Also es gibt da ein paar positive Sachen, die man dagegen machen kann. Wir sind in dem Thema auch sehr involviert. Man findet Informationen dazu auf der Webseite. Aber gute Sachen bedeuten nicht immer IT. Also einer meiner guten Schulfreunde wurde ein Statistiker und
Der hat sich jetzt in seiner Rente eine Infusionspumpe für Entwicklungsländer geschaffen, die sehr viel billiger ist und sehr viel stabiler und billiger ist, damit man das in so Plätzen wie Pakistan und Afrika nutzen kann und auch in Südamerika. Und die passende Technologie ist nicht immer was Schlechtes. Und also wenn man sehr schlechte Straßen wie zum Beispiel in Indien und Afrika hat und billige Arbeit, dann ist vielleicht das autonome Auto nicht so richtig das richtige Ziel. So, eine Frage aus dem Internet. Warum muss es gesetzlich verordnet werden, Updates gesetzlich verordnet werden? Ist es nicht einfach einfacher, das Zugreifen über das Internet zu verbieten? Politik ist die Kunst des Möglichen und realistisch kann man nur über ein paar Sachen reden, also weil das Ganze in der Politik nur das mögliche Fenster ist. Und wenn man jetzt natürlich Technologie verbietet oder Autos verbietet, dass sie nicht ins Internet kommen, dann gibt es aber sehr viele, die da dagegen vorgehen. Also das heißt, darüber kann man nicht reden. Also über was man reden kann, ist zum Beispiel zu einer Firma geht, die viel gefährliche Sachen importiert, die Kinder wehtun und das Ganze in Botnets angepasst wird. Solche Probleme kann man politisch lösen. Und wenn man sich den Dieselskandal anguckt, war es möglich, dass Brüssel was durchschieben konnte, was der Autoindustrie wirklich nicht gefallen hat. Also es ist immer das, was man praktisch erreichen kann in echt, also in der Politik. Ja, noch eine Frage von Mikrofon 4, bitte. Hallo, ich bin ein Cybersecurity-Spezialist im Automobilbereich und es gibt die SAE-Vorschrift dazu. Und kennst du den auch, der nächstes Jahr rauskommt, dieser neue Standard? Ich habe da noch nicht viel Arbeit reingesteckt. Ich habe mit Freunden drüber geredet, aber ich bin da noch nicht in die Tiefe reingegangen. Was ich sagen will, ist, glaube ich, nicht so sehr eine Frage, sondern mehr viele von den Sachen, über die du sprichst, da wird schon dran gearbeitet und wird drüber nachgedacht. Und vieles von dem wird Vorschrift werden. Und 30, 40 Jahre Lifecycle für Autos, darüber denken wir nach. Darüber denken die Ingenieure nach. Aber niemand, den ich kenne, redet von nur 6 Jahren Lifecycle. Vielleicht haben wir in den 80ern über Planned Obsolescence geredet, aber eigentlich nicht mehr. Ich weiß deswegen nicht genau, woher das kommt. Ich war bei nicht öffentlichen Konferenzen aus der Automobilindustrie und da haben wir über genau das bezüglich autonomen Autos geredet. Also das gibt es wirklich. Da ist die Zeit um, aber nach dem Talk ist Ross weiterhin verfügbar für Fragen. Also ihr könnt ihn hier treffen. Und bitte nochmal einen großen Applaus für Ross Anderson. Vielen Dank.